Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben Wochenende, die Bundesliga steht vor der Tür. Wenn ihr das hier seht, haben die ersten Spiele schon stattgefunden. Und ich hoffe natürlich, so wie seit 29 Jahren, dass der BVB heute gegen Augsburg gewinnt. Wenn nicht, wäre das absolut peinlich und wirklich würde mir das ganze Wochenende versauen. Deshalb Leute, damit wir sicher gehen, dass das nicht passiert, lasst auf jeden Fall ein Like fürs Video da. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Wir werden uns heute um das Thema kümmern. Ihr habt es im letzten Video gesehen, die 5 besten Dinge oder guten Dinge, die mir gefallen haben in Black Ops Cold War. Heute wollen wir mal die 5 Dinge in Halb annehmen, die wirklich nicht gut waren, die verbesserungswürdig sind, wo man nochmal dran arbeiten muss, weil es gab mehr als 5 Dinge, die nicht gut waren, aber zum einen war es eine Alpha, die Beta kommt in 2-3 Wochen, da werden wir nochmal ein paar Änderungen haben, vielleicht ein paar Verbesserungen. Und zum anderen fehlt natürlich noch viel Content, der in der Beta und dann in der Vollversion später erst kommen wird. Als kleine Erinnerung für euch, ihr habt heute die vorletzte Chance, um nochmal auf ineva.com eine von 3 5 Euro PSN-Karten zu gewinnen. Die kriegt ihr dann direkt gut geschrieben. Alles, was ihr dafür tun braucht, ist einfach auf ineva.com gehen. Der Link ist der erste in meiner Videobeschreibung unten. Folgt mir auf Instagram, folgt ineva auf Instagram, folgt mir auf Twitter, schaut euch ein YouTube-Video an. Ist völlig egal, was ihr macht, ihr kriegt dafür Lose, jeweils 10 Stück. Wenn ihr alle 10 Sachen macht, bekommt ihr insgesamt 105 Lose. Ihr könnt nämlich zum Beispiel auch eine Bewertung schreiben. Und ineva lost dann am Sonntag oder Montag von diesen Losen, von allen, die dann eingegangen sind, 3 Stück aus. Ihr könnt theoretisch also auch 3x 5 Euro gewinnen, wenn ihr die Glücklichen seid. Kommen wir zu 5 Dingen. Ich wollte gerade 5 zeigen, das hier ist 5 in meiner Welt. Kommen wir zu 5 Dingen, wie habe ich es geschafft, einen Job zu bekommen? Na gut. Kommen wir zu 5 Dingen, die mir nicht gefallen haben, die ich jetzt teilweise wirklich gar nicht abkonnte, die mich eher genervt haben oder wo man nochmal nachempfinden muss, wo nochmal ein bisschen nacharbeiten muss. Und der erste Punkt davon, Leute, der mich wirklich, wirklich, wirklich genervt hat, war die Größe der Maps. Die Maps waren für mich, wir hatten Miami, boom, eine Map für 18 gegen 18, glaube ich, aber definitiv nicht für 6 gegen 6. Dann hatten wir Moskau, meine absolute Lieblingsmap, fand ich richtig geil, hat sich wie eine Treyarch-Map angefühlt, war nicht zu groß, der gesamte B-Punkt bei Herrschaft war umkämpft, weil es viele Eingänge gab, das hat eine Map für mich wirklich ausgemacht, die hat mir richtig gefallen, war relativ groß, aber es war vollkommen in Ordnung, weil Black Ops eben auch ein bisschen schneller ist als Modern Warfare. Und dann kam noch Satellite. Da habe ich ein paar coole Runden gehabt, ein paar Runden, wo Skill-Based Matchmaking, wenn es denn so drinne war, mir wieder was in den Hintern geschoben hat, aber generell hat sie mir gefallen, auch wenn sie relativ groß ist, aber insgesamt muss man sagen, wenn man 3 Maps hat, wovon 2 eigentlich zu groß sind und eine ein bisschen zu groß, aber sich gut spielen lässt, dann weiß ich nicht, wie die anderen Maps aussehen. Natürlich werden wir wieder Remasters bekommen, wir werden wahrscheinlich wieder Nuketown bekommen und wahrscheinlich auch Summit und ich stelle mir dieses Black Ops auf Summit extrem geil vor. Ich fand das Summit in Black Ops 4 so mäh, um ehrlich zu sein, also so richtig mäh. Deshalb bin ich gespannt, was da noch kommt. Wir hatten bisher nur 3 Maps, ich glaube in der Beta werden wir noch mehr bekommen, aber das war so ein Thema, wo ich dachte, wenn ihr uns 3 Maps gebt, dann gebt uns doch vielleicht noch eine kleine, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, wie es ist, wenn man auf einer ganz kleinen spielt, aber es kann ja noch kommen, wir wissen ja nicht, was in der Beta und im ganzen Spiel nachher dabei ist. Das zweite, was mir echt nicht so wirklich gefallen hat und eigentlich möchte ich bei jedem Punkt, was mir nicht gefällt, Skill-Based Matchmaking sagen, aber ich zwinge mich heute dazu, es nicht zu tun, war die Möglichkeit, zum Beispiel Motion Blur auszustellen. Falls ihr euch fragt, was das ist, wenn ihr im Spiel lauft, ist das die Unschärfe vom Bildschirm um euren Charakter herum. Das soll für den Casual Gamer so eine Art Kinoatmosphäre sein. Das soll einen so ein bisschen fangen, dass man irgendwie nur diesen Tunnelblick hat. Aber was es bei mir und ich glaube bei vielen anderen verursacht, ist einfach nur Kopfschmerzen. Und man konnte die Sachen vor der Runde ausstellen und nach der Runde hat man es natürlich dann nicht mehr dran gedacht, weil wir sind COD-Player, wir machen unsere Einstellung einmal und die bleibt dann so. Man musste es nach jeder Runde wieder ausstellen und hat es dann immer erst nach 1-2 Minuten gemerkt, wenn man irgendwann so dachte, oh, irgendwie sieht das so ein bisschen komisch aus gerade. Ich kann mir vorstellen, dass das nur ein Bug war, der zur Alpha gehört. Es war ja nur die Alpha, aber das echt, es hat richtig genervt, weil man es nach jeder Runde machen musste. Der dritte Punkt, wo ich so ein bisschen Kopfschmerzen mit habe, ist das Score-Streak-Killstreak-System, was wir haben. Ich hatte ja am Anfang in einem meiner Videos gesagt, und das kam auch so rüber von den Entwicklern, dass man eben diesen Punktemultiplikator bekommt für Kills nach dem 3., 4., 5. Kill. Und ich habe gedacht, wenn man diesen Multiplikator hat und zum Beispiel eine Flagge einnimmt, dass man auch darauf einen Multiplikator bekommt. Das würde ja definitiv dafür sorgen, dass man mehr Gründe hat, Objective zu spielen. In Stellung, in Abschluss bestätigt, in Herrschaft oder sonst wo.
Es ist aber tatsächlich so, dass ihr für eine neutrale Flagge trotzdem nur 100 Punkte bekommt, wenn ihr B zum Beispiel einnehmt. Und nur für die Kills den Punktemultiplikator. Was genau sorgt jetzt an diesem System, frage ich mich, dafür, dass ein Camper, wie wir sie nennen, Arschloch. Was sorgt dafür, dass diese Leute sich bewegen nach dem zweiten oder dritten Kill? Es bringt ja gar nichts, weil man eigentlich seinen Punktemultiplikator verliert. Ich habe auch das Gefühl, dass man das nicht richtig balancen kann, damit man da, weil wie viele extra Punkte gibt es, wenn ich eine 5er Killstreak habe, wenn ich eine Herrschaftsflagge einnehme? Wie viele extra Punkte gibt es, wenn ich die Herrschaftsflagge einnehme, darauf einen Kill mache? Was ist, wenn ich auf die C-Flagge in C4 geworfen habe, auf der A-Flagge die Flagge vom Gegner einnehme, den Gegner mit C4 von einer anderen Flagge wegpusten? C4, nein. Warum machst du alles kaputt? Er muss C4 aus der BO2-Zeit übernehmen. Er muss, um ein Tryhard zu sein. Und den Multiplikator. Also, das wird zu kompliziert. Ich habe das Gefühl, dass sie sich da nochmal genau überlegen sollten, wie sie das machen wollen. Ich bin nicht sicher, was die beste Option dafür ist. Meiner Meinung nach in dem Fall einfach, was nicht kaputt ist, einfach so lassen, wie es ist, weil Score-Streaks, Kill-Streak-Systeme haben immer schon ganz normal funktioniert. Ich weiß nicht, warum man da eine Neuigkeit mit reinfügen musste. Ist meine Meinung dazu, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, aber irgendwie passt es noch nicht so ganz. So, die dritte Sache, und die kommt da so ein bisschen dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde mir wünschen, dass man bei seinen Killstreaks, Scorestreaks, die man rechts am Bildschirm hat, nicht nur so einen weißen Balken hat, der anzeigt, wie viel davon aufgeladen ist, sondern zum Beispiel sieht, wie viel Prozent habe ich. Oder, was einfacher ist, einfach wie viele Punkte habe ich oder wie viele Punkte brauche ich. So, dass man rechts unten einmal gucken kann und weiß, okay, ich brauche noch 2 Kills und dann muss man aber noch rechnen mit dem Multiplikator. Welche Streak habe ich? Wo mache ich die Kills und. Das heißt, ein bisschen kompliziert, aber zumindest, dass man die Übersicht hat und weiß, okay, ich brauche noch 300 Punkte für die Drohne oder 1000 für den Chopper Gunner oder 1 Million für sonst was. So, dass man die Möglichkeit hat, auf einen Blick zu sehen, was brauche ich noch, was habe ich eigentlich. Was mich auch ein bisschen gestört hat, nicht allzu sehr, aber ein bisschen, ist die Cooldown-Time von manchen Streaks gewesen. So zum Beispiel bei der Drohne. Ich kann verstehen, dass sie die Cooldown-Time haben wollten, denn wenn ich zum Beispiel auf einer 6er oder 7er Streak bin und irgendwie 600 Punkte für einen Kill bekomme und die Drohne nur 1200 Punkte kostet, dann habe ich alle 2 Kills eine neue Drohne. Ich kann verstehen, dass sie das, wenn sie das System so behalten wollen, dass sie das nicht unbedingt wollen. Da habe ich auch überhaupt gar keine Kopfschmerzen mit und auch überhaupt gar kein Problem mit. Aber dann bin ich der Meinung, sollte man die Cooldown-Time von 1,5 Minuten zumindest runterstufen. Erstmal 60 Sekunden meinetwegen oder 45 oder 65, aber 90 Sekunden ist sehr, sehr lang. Und gerade wenn ich auf einer guten Streak bin, möchte ich gerne nochmal eine zweite Drohne dazu haben. Modern Warfare hat das nicht erlaubt, da muss ich erst sterben. Ich bin da meistens eh nicht positiv gegangen, also bin ich da eh meistens gestorben, bevor ich eine Drohne hatte. Hier ist das ja aber ein bisschen anders, hier kann man ja endlich mal wieder ein bisschen pubstumpen, glaube ich. Deshalb würde ich mir wünschen, dass die Cooldown-Time der Streaks definitiv ein bisschen runtergeht. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt der 4. oder 5. Punkt ist und ich gucke mir das jetzt auch nicht nochmal an. Der nächste Punkt, den ich habe, und der hat auch wirklich richtig reingeschissen. Der Aim Assist in der Alpha war unnormal. Ihr habt im Video gestern oder vorgestern ein, zwei kurze Clips von mir gesehen, wo ich gezeigt habe, Skill-Based Matchmaking und kein Skill-Based Matchmaking. Und ein paar haben geschrieben, oder haben sich darüber lustig gemacht, was in Ordnung ist, dass das Aim scheiße aussieht. Ich schwöre euch Leute, der Aim Assist in der Alpha war so extrem hoch, dass ich den Aim Assist nach 2 oder 3 Runden ausgeschaltet habe und ohne gespielt habe. Was mit einem Controller, ich spiele ja nicht mit Maus oder Tastatur, sondern mit einem ganz normalen Controller mit meinem angefertigten Scuff, echt nicht so schön ist. Ohne Aim Assist mit Maus und Tastatur geht, ohne Aim Assist mit Controller ist eine ganz schöne Herausforderung und es war auch nicht so dolle, aber es war besser als der heftige Aim Assist, den ich im Game hatte. Teilweise ist der von einem Gegner zum anderen gesprungen, hinter eine Düne auf Satellite. Da müssen sie unbedingt dran arbeiten, denn so viel Aim Assist macht keinen Spaß und man kann auch nicht ordentlich zielen. Man möge ja denken, das ist cool, aber wenn der die ganze Zeit um die Hitpoints herum sich irgendwie verwackelt, weil er andauernd zum nächsten Gegner will, nervt das heftig. Ich hoffe, das waren 5, wenn nicht, tut's mir leid. Ihr wisst, YouTuber sind nicht die Schlauesten und zählen können wir auch alle nicht. Ich hoffe, ihr habt verstanden, warum ich dieses Video gemacht habe. Skill-Based Matchmaking, es gibt noch viel mehr andere Themen. Diese Alpha hat viel geboten, worüber wir diskutieren können, was man besser machen kann, was schon gut läuft. Lasst gerne eine Bewertung da, Leute. Lasst auch gerne ein neues Abo da. Schreibt mir gerne unten, was euer Headset ist, dass wir mal gucken können, ob ich der Einzige bin, der so eins nutzt. Und schreibt mir mal rein, was euch gefallen hat und was euch nicht gefallen hat. Ich bin raus, ich habe vorher mein Mikro gehauen. Haut rein.